was sind thermische Widerstände? Wobei wir uns im Wesentlichen beschränken auf die, die entstehen, wenn wir die Wärmeleitung betrachten. Das heißt, was machen wir? Wir werden was tun, was wir so ähnlich aus Grundlagen der Elektrotechnik kennen. Wir betrachten jetzt mal so ein Material, das sei jetzt so ein Materialquader an dieser Stelle, durch den ein Wärmestrom hindurchgeht. Das heißt, hier so angedeutet haben wir diesen Quader. Auf der einen Seite soll jetzt hier ein Wärmestrom reingehen und dieser Wärmestrom tritt auf der anderen Seite wieder aus. Jetzt mal hier bloß PV. Das heißt, durch ein Material geht eine Verlustleistung durch. Kann man sich zum Beispiel vorstellen, denselben Prozess haben Sie, wenn Sie eine Hauswand betrachten, dann ist hier die eine Seite die Innentemperatur im Raum drin und die andere ist die Außentemperatur des Raumes. Und dieses können wir jetzt beschreiben durch einen Widerstand, wenn wir jetzt sagen, okay, tatsächlich interessiert uns hier nicht, wie das im Inneren aussieht. Ja, gehen wir jetzt zurück zu unserem Beispiel mit dem Haus. Uns interessiert nicht, wie die Temperatur 5 cm im Inneren der Wand ist, sondern wenn wir heizen wollen oder sonst was, interessiert uns, okay, welche Wärmeleistung brauche ich im Inneren, um gegenüber der Außentemperatur meinen Raum auf eine gewisse Temperatur zu erwärmen. Ob jetzt nach 10 cm Mauer ich dort an der Stelle um 10 Grad niedriger bin oder nur um 8 Grad niedriger, interessiert uns nicht. Und so kommen wir also zu konzentrierten Elementen. Das heißt, wir wollen eigentlich bloß wissen, wie sind diese Temperaturen Theta 1 und hier Theta 2 an diesen äußeren Kontaktflächen. Und tatsächlich, was eigentlich sein wird, ist an dieser Stelle, wenn der Wärmestrom in dieser Richtung durchgeht, wir definieren hier so eine X-Koordinate und sagen dann, okay, dieser Quader hat eine gewisse Länge L, dann können wir hier an der Stelle Folgendes feststellen. Tatsächlich wird hier die Temperatur, wenn wir eine gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit Lambda haben, wird die Temperatur hier linear abnehmen von Theta 1 auf Theta 2 über die Länge L dieses Quaders. Und diese Temperaturabnahme wird jetzt letztlich beschrieben werden durch den Wärmewiderstand. Also um die zu beschreiben, führen wir den Wärmewiderstand ein. Das heißt, tatsächlich kriegen wir hier eine Temperaturänderung Delta Theta und diese wird proportional sein zu dem Wärmestrom bzw. zu der Verlustleistung, die dort hindurchtritt. Und dann kann man hieraus an der Stelle einen Wärmewiderstand berechnen, wenn wir die Geometrie des Materials und die Materialeigenschaften kennen. Das heißt, hier, wenn wir den Querschnitt an dieser Stelle senkrecht zur Wärmestromrichtung kennen, dann können wir das berechnen. Das heißt tatsächlich, thermische Widerstände sind hier so eine Näherung für den Temperaturabfall beim Durchgang eines Wärmestroms durch einen Festkörper. Das heißt, ein Wärmestrom hier PV gleich dQ nach dT. Und wir können dann hier sagen, an der Stelle, es gibt hier eine Temperaturdifferenz Delta Theta, die ist an dieser Stelle RTH multipliziert mit dem Wärmestrom PV, das heißt tatsächlich kriegen wir hier diese Temperaturdifferenz und beschreiben das dann sozusagen an der Stelle als ein Bauelement in diesem thermischen Ersatzschaltbild, das einem Widerstand entspricht, jetzt nur halt der thermische Widerstand RTH und sagen, okay, über diesem Bauelement entsteht ein Temperaturabfall Delta Theta, der ist RTH mal PV oder RTH mal dQ nach dT. Wenn hier ein Wärmestrom PV durchfließt und erzeugt dann diese Temperaturdifferenz Delta Theta, die hier Theta 1 minus Theta 2 ist. Der RTH lässt sich berechnen aus den Materialparametern oder aus der Geometrie und zwar analog zu der Vorgehensweise, wie wir das in Grundlagen Elektrotechnik für elektrische Widerstände kennengelernt haben. Das heißt, tatsächlich haben wir hier folgendes: RTH ist an dieser Stelle 1 durch Lambda mal L durch A, wobei L und A hier die Länge in Richtung des Wärmestroms sind und A die Querschnittsfläche senkrecht zur Strömungsrichtung und Lambda ist an dieser Stelle die spezifische Wärmeleitfähigkeit des Materials. Materialparameter hat die Einheit Watt durch Kelvin mal Meter und der thermische Widerstand hat die Einheit Kelvin durch Watt und das beschreibt dann hier an dieser Stelle diesen thermischen Widerstand. Achtung, hier wie gesagt, wenn wir sozusagen den Vorgang dieser Wärmeleitung haben, wo haben wir das jetzt? Tatsächlich könnten wir jetzt sagen, wenn wir zu unserem Modell zurückgehen, ich habe hier diese Siliziumschicht, die dort durch muss, also wenn ich weiß, gut, wie groß ist hier der Querschnitt, wo dieser Wärmestrom durchtritt und wie breit ist das Material mehr oder weniger, könnte ich hier diesen Wärmewiderstand bestimmen. Ähnliches beim Gehäuse, wobei man natürlich aufpassen muss, wenn der Wärmestrom sich hier nicht so aufbreitet, dürfte ich eigentlich nur vermutlich den Anteil des Gehäuses nehmen, wo dieser Wärmestrom auch einigermaßen homogen durchtritt. Das ist eine der Voraussetzungen an der Stelle, genauso wie bei dem Gehäuse. Jetzt gibt es aber einen Unterschied. Bei diesem Kühlkörper
Bei dem geben wir auch, wie hier dargestellt, einen Wärmewiderstand an. Den können wir jetzt an dieser Stelle aber nicht direkt berechnen über eine ähnliche Vorgehensweise wie hier, weil dieser berechnet sich aus der Konvektion bzw. Strahlung. Das heißt, möchte ich bloß als Hinweis hinschreiben, wir führen auch bei Kühlkörpern so ein RTA ein. Das heißt, bei Kühlkörpern ist auch ein RTH definiert, sogar der wesentliche Parameter, den diese Kühlkörper haben. Aber dieser kann nicht so berechnet werden. Das heißt, dieser berechnet sich anders. Was ist der Grund dafür? Der Grund ist der andere Mechanismus der Wärmeleitung. Das heißt, wir haben hier Konvektion bzw. Strahlung gegebenenfalls. Andere Prozesse, darauf wollen wir hier nicht eingehen. Wie wir das betrachten, kann man nachschlagen. Interessiert aber den Praktiker jetzt erstmal nicht, weil wir kaufen den Kühlkörper an dieser Stelle, finden im Datenblatt den RTH angegeben. Das wird interessant, wenn man selber so einen Kühlkörper konstruiert letztlich oder eine gewisse Montageplatte und wissen möchte, okay, wie ist dieser Wärmeübergang.